Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sniro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzroten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und als allererstes möchte ich sagen, ihr seht es oben rechts. Vielen lieben Dank an Ubisoft für den Zugang zu diesem Spiel. Ich bin sowas von hyped. Ich bin ein absoluter Star Wars Fanboy. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ja, ich darf dieses Spiel spielen und ich habe so Bock drauf. Ne, ich habe so Bock drauf. Ganz kurz so ein paar Infos zu diesem Spiel. Wir spielen hier Star Wars Outlaws. Und das ist ein Action-Adventure. Und ja, es ist das... Ich habe auch Hunger. Entschuldige. Es ist das erste Open-World Star Wars Game der Geschichte. Es wurde von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und am 30.08.2024 für PlayStation 5, Xbox Series und den PC von Ubisoft veröffentlicht. Und der Early Access, der startete bereits am 27.08., also 3 Tage vorher, und ist Bestandteil der Gold- und Ultimate Edition gewesen. Und diese ganze Geschichte, wie wir schon gehört haben, der Todesstern, der erste, ist quasi kaputt gegangen. Also es spielt tatsächlich, die Geschichte spielt zwischen den Ereignissen von Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück, und Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ja, wir schlüpfen hier in die Rolle von Kay West, das ist die gute Dame, die wir hier spielen. Eine aufstrebende Schmugglerin. Sie gibt mir auch tatsächlich so ein bisschen, so ganz leicht gibt sie mir tatsächlich Han Solo-Vibes, einfach so vom Outfit her und so und einfach der Blaster und alles. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie, es hat direkt so diesen Vibe für mich. Ja, und sie ist auf der Suche nach Freiheit und versucht einfach finanzielle Mittel quasi für dieses neue Leben zu finden.
oder für ein neues Leben zu finden. Und deswegen versucht sie tatsächlich einen der größten Raubüberfälle zu begehen, den die Galaxie je gesehen hat. Und ja, wie wir schon sehen, an der Tür dort vorne kratzt er ganz süß. Er würde gerne raus. Er hat Hunger. Wir werden von unserem treuen Begleiter Nix unterstützt. Ja, er heißt tatsächlich Nix, auch so geschrieben wie Nix. Also Nix begleitet uns, ja. Also wir sind allein unterwegs. Haha! Witzigkeit. Ja, wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann schaut doch gerne in die Videobeschreibung. Da findet ihr alles dazu. Checkt unbedingt dieses Spiel ab. Lasst ein bisschen Liebe da. Ich bin super hyped. Ich freue mich total auf dieses Projekt. Und dann würde ich doch mal sagen, legen wir direkt los. Vor allen Dingen direkt los, nachdem ich wieder eine Kleinigkeit, also nachdem ich wieder jetzt irgendwie 2 Minuten geschnackt habe. So, aber wir wollen doch jetzt erstmal gucken. Benutze R, um die Kamera zu bewegen. Das kriegen wir hin. So, das ist Kay Vess. Guten Tag. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Gintonix und ich bin froh, dich hier heute steuern zu dürfen. Oh, und Nix ist einfach direkt abgehauen, nachdem ich hier einen kleinen Schritt da zur Tür gegangen bin. What? Aber wir wollten doch jetzt erstmal hier ein bisschen uns umgucken in dem Zimmer. Da ist auf jeden Fall ein, hier ein Druidenkopf. Ich kann leider nicht zoomen oder so. Doch, da seht ihr diesen Druidenkopf. So, was haben wir hier? Hier haben wir was liegen, untersuchen. Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Okay, sie versucht also Schlösser zu knacken, ja. Kann man machen. Was haben wir hier? Scanner? Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Ja, das wäre doch in Ordnung. So, was haben wir denn hier noch? Oh. Ist das was zu essen? Ach, wir brauchen richtiges Essen. Ah, okay. Da ist noch ein Druidenkopf. So, und hier haben wir einen Datenblock. Wo ist das Geld? Kay, wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten, aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Hehler im Arbeiterviertel gefragt und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage, Sneem. Okay. Wir scheinen also ein paar Freunde zu haben, ja? Würde ich mal so behaupten. Ein paar Geschäftspartner. Sehr cool, das sieht doch schon mal einfach nur wunderbar aus, würde ich doch mal sagen. Da kommt nix gerade um die Ecke, also niemand. Ha. Mann, ich sollte mit diesem Running Gag aufhören, ne? So, nix, dann suchen wir dir jetzt mal etwas zu essen, ne? Brauchst ja auch was, kleiner Mann. So. Ich dachte gerade, da unten wäre Groot. Das ist er natürlich nicht. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Wir können tatsächlich auch mal ganz kurz hier in die Dings reingucken. Das Galaktische Imperium. Das Galaktische Imperium wurde im Nachgang der Klonkriege gegründet. Das Imperium, das Imperator Palpatine von Coruscant aus regiert, besetzt die meisten größeren Systeme der Galaxis und ist in einen brutalen Bürgerkrieg gegen eine weit verbreitete Rebellion verwickelt. Das Imperium ist schlecht für die Geschäfte Gesetzloser, da es keine Kosten und Mühen scheut, Verbrecher zu jagen und zu bestrafen. Gut, also mit denen sollten wir uns lieber nicht anlegen, ja? So, dann finden wir doch mal ein bisschen was über Kay Vess raus. Kay Vess ist eine junge Diebin aus dem Arbeiterviertel von Canto Bight, die unsicheren Zeiten entgegensieht. Gemeinsam mit ihrem Haustier und Komplizen Nix, einem Merqual, ist sie auf der Suche nach dem einen großen Coup, mit dem sie für immer ausgesorgt hätte. Seit Kay von ihrer Mutter verlassen wurde, hat sie sich bei dem Wirt Bram eingemietet, der für sie zu einer Art Ersatzfamilie geworden ist. Nix ist ein Merqual und schon seit Kay Vess Kindertagen ihr bester Freund und Komplize. Wo er herkommt und was er durchgemacht hat, ist nicht bekannt, aber er ist Kay gegenüber extrem loyal und weicht ihr nicht von der Seite. Zusammen haben die beiden ihre Revier in Canto Bight markiert und Nix Fähigkeiten im Klettern, Hüpfen und Erkennen von Gefahren sind die perfekte Ergänzung für Kay. Das klingt gut. Und Bram Shano? Bram ist der Besitzer des zerbrochenen Hufs im Arbeiterviertel von Canto Bight. Er kümmert sich seit Jahren um Kay und stellt ihr gratis Mahlzeiten und einen Schlafplatz auf dem Dachboden zur Verfügung. Wenn er nicht an der Bar steht, vermittelt Bram illegale Aufträge an Kay sowie an andere Diebe und Trickbetrüger. Trotz seines ruppigen Auftretens sorgt er sich um Kay und will, dass sie aus ihren Fehlern lernt. Ja, ich habe ja gesagt Schmugglerin, ne? Aber ihr versteht schon, eine Gesetzlose, also Outlaw, ne? Halt, also eigentlich so ein bisschen Han Solo-Style. Cantonica. Cantonica ist ein Wüstenplanet im Kooperationssektor und Heimat der Casino-Stadt Canto Bight. Canto Bight ist exklusiv und teuer und wohlhabende Besucher aus allen Winkeln der Galaxis genießen hier die edelsten Erholungs- und Unterhaltungsangebote, die man für Geld kaufen kann.
Im südlichen Teil der Stadt liegt das Arbeiterviertel, wo man neben den Arbeitern der Stadt auch Opportunisten findet, die sich ihren Teil am Wohlstand der Stadt sichern wollen. Ah, da kann man noch draufklicken. Canterbite ist eine Stadt der Kontraste. Sie wurde allein dazu erbaut, die großartigste, exklusivste und teuerste Unterhaltung bereitzustellen, die man in der Galaxis finden kann. Aber sie umfasst auch ein florierendes Arbeiterviertel, in dem Tausende von Leute wohnen, die vom Tourismus leben. Die Stadt entwickelt sich konstant weiter und jeden Zyklus wird ihr Kern um neue Attraktionen erweitert. Ah ja, hätten wir das hier auch schon machen können? Nee. Nee, okay. Ups. Tutorials? Nee, das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir uns noch nicht angucken. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Nix hat Hunger. Und. Coruscant holt sich den Pokal. Okay, coole Bar. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein, aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Okay, Bram scheint ein sehr, sehr freundlicher Kerl zu sein, wie wir gerade gemerkt haben. Das war sehr, sehr süß von ihm. Wir gucken mal Welten. Der zerbrochene Huf. Bram gründete den zerbrochenen Huf, als er sich aus dem Fatire-Ranchport zurückzog und über die Jahre wurde das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt für Bewohner des Arbeiterviertels. Bram nutzt es außerdem als Fassade für seine Arbeiter als Hehler und er transportiert Güter und verwaltet Aufträge für Kay und andere Geschäftspartner. Kay mietet einen Billingraum im Dachgeschoss, wo sie ein Bett und das Nötigste hat. Sehr schön, so, dann haben wir jetzt hier unsere Ausrüstung, können wir jetzt tatsächlich schon sehen. Was haben wir denn? Kays Lieblingshemd, okay, einfach nur ein Talisman, sorgt beim Halten für eine tröstliche Präsenz. Diese Münze bekam Kay von ihrer Mutter Raiko, als sie gemeinsam als Betrügerin in Cantobite unterwegs waren. Okay, über die Mutter wissen wir noch nichts. Dann haben wir hier den Blaster. Bessert das Abkühlen. Okay, hier müssen wir bestimmte Sachen freischalten. Tatsächlich. Können wir aber so, dann so Schaden verbessern und so. Also das können wir so ein bisschen aufpäppeln. Der kann auch betäuben. Ist auch ziemlich cool. Werkzeuge, was haben wir? Ein Greifhaken, eine Leuchte und eine Bagdad-Fiole heilt Kay um einen kurzen Zeitraum. Ja, nee, ist richtig. Wertgegenstände, wir haben Kredits. 5 Stück. Wow, galaktische Kredits sind die primäre Währung in der Galaxis. Ja, Mensch, wir sind hier reich, Leute. Wir sind reich. Defekter Datenstift. Ein defekter Datenstift, der vollkommen unbrauchbar ist, solange er nicht repariert wurde. Pre-Ban im Arbeiterviertel sollte das hinbekommen. Also müssen wir Pre-Ban suchen, ja. Okay, hier sehen wir so ein paar Lloyds. Die einfach ein bisschen Spaß haben. Können wir was machen? Die Musikbox benutzen. Müssen wir uns ja natürlich erstmal alles angucken. Anhalten. Gutes Lied. Haben wir jetzt mal eine andere Musik gemacht? So, wer ist denn hier? Hier gibt's was zu essen, ne? Moin. Der wollte doch nix auf was essen. Der hat zwar auch was gerade bekommen, aber vielleicht kriegen wir ja noch was. Ist das etwas zu viel Bunta-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnorr dich irgendwo anders durch. Sag mal, ich wollte doch nur kosten, ja? Wollte doch nur kosten. Und was machst du hier? Bisschen Frustablassen oder was? Findest du das nicht bisschen aggressiv?
So, okay. Wollen wir mal weitergehen. Hier laufen auf jeden Fall gerade irgendwelche Pferderennen ab. Okay, mit Bram können wir nicht reden. Gut, hier könnte man... Ah, das ist so ein Podracer-Game, wa? Das ist ja geil. Ja, und hier finden halt ganz viele Wetten statt. Nein, ich hätte gerade wetten können. Schade. Ui, schickes Feuerwehr. Was da passiert? Zur Begrüßung vom Imperium oder was? Da wird ja richtig geballert, Freunde. Mit einem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, Nix. Wir gehen zu Prevan. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Okay, okay, das klingt nach einem Plan. Aller Anfang. Ganz Kanto Bight wird sich auf Kanto Cup konzentrieren. Das ist der perfekte Augenblick für einen Einbruch. Kay weiß, dass die sechste Sippe ID-Karte in ihrem Safe im Club Tarsus aufbewahrt. Sie braucht eine, um endlich von diesem Planeten verschwinden zu können. Also wir wollen weg. Wir wollen ganz schnell weg. Aufheben, was haben wir hier? Er braucht eine Energiezelle. Ach cool, ach, wir können hier so ein bisschen Scanny Max Gensen. Der Kanto-Cup war gut für mich. Hab am Quartiertisch die Miete für 3 Monate gewonnen. Schön für dich. Lidera bringt mich um, wenn sie mich beim Glücksspiel erwischt. Ich leih dir die Kredits. Sie muss es ja nicht wissen. Ja, das ist halt ganz cool. Ich habe nämlich schon gehört, man findet hier auch tatsächlich viele Fakten raus, indem man einfach Passanten zuhört, die beim Unterhalten. Das ist halt auch sehr cool. Das verstehen wir leider nicht. Hier können wir nicht durch. Es tut mir leid, ne? Das ist so eine Krankheit, aber man muss ja auch alles, man will ja auch alles erkunden. Ja. Schaut mal, hier ist nämlich auch schon was. Noch eine verbrauchte Energiezelle. Was kann man bei euch machen hier? Streicheln. Oh, süß, guck mal. Keine Sorge, Kumpel. Du bleibst meine Nummer 1. Oh, das ist knuffig. Wir können die streicheln. Oh, ist das süß. Was sind das, kleine Kängurus? Okay, nix können wir irgendwie was machen. Ach, der kann was stehlen. Wollen wir das mal ausprobieren? Das hat er nicht gemerkt? Ach, wir hätten... Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Auf dich ist Verlass, Nix. Ach, gucke mal, wir müssen dann nochmal L1 drücken. Okay, verstehe. Also er hat angesprungen und... Ah ja, okay, okay, okay. Das ist ja aber schon mal ziemlich cool. Wir setzen uns mal hin. Okay, hier scheint gerade nicht so viel zu passieren. Gut, dann können wir auch wieder hoch, wa? Können wir ja zeitig wieder hoch, Freunde. Ah, was gibt's hier? Hier kommen wir nicht lang, okay. Und Nix kann hier auch nichts machen. So, Nix, aber weil du ja hier mein Erster bist, ne? Komm mal her. Nix, wo bist denn du? Hallo? Ach, guck mal, da liegt auch was. Ich wollte ihn aber gerade erstmal streicheln. Junge, hier, da. Komm, jetzt streichel ich dich erstmal, ja? Ja, du bist mein Erster. Süßigkeit. Eine ganz große Süßigkeit ist das. Da hinten gibt noch was. Komm, bringen wir das. Nichts zu vermelden. Hier ist alles rot. Sehr gut, mein Freund. Okay, was ist das? Ah, nochmal mehr Credits, beziehungsweise Kredits. Sehr schön. Man hier auch immer so viel erkunden will, ne? Aber es ist ja auch einfach nur, ist ja auch einfach nur geil. Es ist ein Star Wars Game. Ich freue mich so hart, ne? Wirklich. Will hier noch jemand beklauen? Ne, tatsächlich nicht. Schade. So, da oben ist was. Ah ja, gucke mal hier.
Eine verbrauchte Energiezelle mehr. Was machst du denn da? Sag mal, warum regst du dich so auf? Okay, irgendwas, mit irgendwas ist er nicht ganz so zufrieden. Hat wahrscheinlich gerade eine Wette verloren oder so. Okay, ich muss dir was geben. Ja, okay. Klingt schon mal gut, aber erstmal haben wir ja hier noch was gefunden. Dann nehmen wir natürlich auch mit. Da ist erstmal weggelootet. So, hier ist Kay. Kay ist für dich bereit. Let's go. Was willst du denn? Was ist das? Die Rechnung für die 3 Milo-Ruhen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komm ich ihn mir holen. Sag mal, droht er mir oder was? Also, Gemeinheit. Mensch, zum Glück haben wir ja so ein bisschen noch was gelootet vorher, wa? So, was haben wir hier? No, beschädigter Hydroschlüssel. Hier was klauen können wir leider nicht. Ja, bitte. Was kann ich für dich tun? Moin. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Ja, nee, auf Rohrschrauber-Team habe ich nicht so viel Bock. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch öfters sagt. Das heißt öfter. Mensch. Gut, dann gucken wir doch mal weiter hier. Mit der können wir interagieren. Ist hier noch irgendwas? Da liegt noch irgendwas anscheinend. Jawollo. Ach, da unten. Ach, Mensch, verpasst. Das müssen wir natürlich nochmal haben. Schwacher Leuchtstab. Für unser Laserschwert? Nein, Spaß. Okay, dann sprechen wir nochmal hier mit ihr. Sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Beim Kanto Cup. Okay, wir handeln mal ganz kurz. Hilfe. Händler. Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren von Ausrüstung über Informationen bis hin zu Materialien, die Kay für die Verbesserung ihr Fahrzeug und Basis braucht. Ja, dem Syndikat nahestehende Händler. Ach so, ah. Bei Syndikaten nahestehende Händler zählt der Ruf. Die Ware sind teurer oder billiger, je nachdem, wie es um Kays Ruf steht. Dem Syndikat nahestehende Händler bieten ihre besten Waren nur vertrauenswürdigen Kunden an. Kay kann Zugriff auf ihre VIP-Angebote erhalten, indem sie ihr Ruf verbessert. Bei Händlern kann Kay überflüssige Gegenstände verkaufen, gestohlene Wertgegenstände eingeschlossen. Manche Händler verlangen bestimmte Waren im Tausch gegen nützliche Gegenstände. Durch das Abgeben von vertraulichen Daten des bei Händlern, die einem Syndikat nahestehen, kann Kay ihren Ruf verbessern. Okay, dann verkaufen wir doch mal ein bisschen was. Ich glaube, das ist Schrott, wa? Alle Wertsachen verkaufen. Kann bedenkenlos verkauft werden, stand da. Also, bitteschön. Okay, da können wir nur 2 von tragen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Das ist doch ein Heer. Und alle Händler scheinen beim Kanto Cup zu sein, ja? Hallo, kleiner Druide. Was machst du denn? Hier gibt es so viele Sachen zu entdecken, ne? Sollen wir zurück in den zerbrochenen Huf und ein bisschen wetten? Über das nächste Rennen. Hab gerade in Kanto Bight mit Khan gesprochen. Niemand glaubt, dass dieses Fatir gewinnen kann, aber die irren sich. Das heißt, mehr Credits für uns. Jemand scheint hier ein bisschen zu betrügen, ja? Beschädigter Hydroschlüssel, nehmen wir mal mit. Hallo, Kollege. Was kann ich dir Gutes tun? Geschäft, Walek? Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Fatir-Rennen zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen. Ich könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. In der Nähe ist ein Datenblock von einem Freund mit dem Namen des Siegers. Finde ihn und setze alles. Kein Problem. Okay,
Wer war das nochmal? Wir haben ihm jetzt das einfach abgezogen, anscheinend, ne? Ja, du selber schuld, ne, wenn er uns vertraut. Er tut mir fast leid. Aber ich brauche die Kredits dringender als er. Das ist wohl wahr. Du weißt, dass dort die sechste Sippe ist. Ja, die haben mich vertrieben. Meine Kredits habe ich auch verloren. Die muss ich später noch holen, aber erstmal sollen die sich ein bisschen beruhigen. Okay, also hier kann man irgendwas plündern, ja? Hier ist mit sechster Sippe. Oh, cool, ist das eine Arcade oder was? Vorübergehend nicht verfügbar. Vorübergehend nicht verfügbar. Eine Arcade, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja auch super cool. Ah, hier ist die sechste Sippe, ne? Aber ihm können wir wieder was stehlen. So, plaudert mal. Noch ein paar Credits. Hoppla, mein Fehler. Okay, da werden wir nur angeschnauzt. Da dürfen wir also nicht rein. Wie sieht das hier aus? Guten Tag. Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Okay, da dürfen wir also nicht rein, ja? Das ist ja fantastisch. Sorry, dass ich hier gerade so viel am Erkunden bin, aber ich möchte natürlich die Stadt hier erstmal ein bisschen kennenlernen. Aber warum kann man denn hier wohl so durchgucken? Ah, hier kann man auch reinschleichen. Guck mal. Oh, geiles Ding, ey. Ohne einen Datenstift breche ich nirgendwo ein. Ah, da können wir dann nachher rein, ja? Okay, verstehe. Also da brauchen wir irgendwas für. Okay, und hier ist anscheinend Sackgasse. Hier ist einfach Schluss. Hier ist Schluss mit lustig. Gut, nehmen wir noch ein paar Credits auf. Da freut sich jemand. Jetzt müssen wir noch... Kann man da was machen irgendwie? Geheimlich Wetten platzieren? Okay, aber wir kommen auf jeden Fall nicht rein. Auf jeden Fall, wir haben da der Wache haben wir was abgezogen. Das ist ja schon mal gut. Dem anderen Typen da haben wir die Credits abgezogen. Das ist auch gut. Das heißt, wir können jetzt so langsam da mal hin. Kann man wohl nichts machen. Auch nicht wild. Man braucht ja auch nicht immer überall was machen können. Oh, hier wird gekocht. Lecker. Lecker gekocht wird hier. Alte gedrückt. Ja gut, dann stehlen wir das dann nochmal. So, dann nimmt er das mal mit hier. Das für uns natürlich. Guck mal, hier sind viele Wachen, ne? Wirklich viele, viele Wachen. Ah, hier können wir uns durchschlängeln. Weil da haben wir doch was gesehen. Noch ein paar Credits. Also wir werden langsam wirklich reich. Not bad. Und wie viel wollte uns gerade Bram geben? Hieß doch Bram, oder? Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Verdammt! Wie hieß du? Bram, Gott sei Dank. Ich bin ja so vergesslich, ne? Was haben wir denn hier noch bekommen? Südliches Arbeiterviertel. Das Arbeiterviertel von Canto Bight wurde beim Aufbau der Stadt gegründet und besteht seit Jahren als separates Viertel. Hier wohnen Bauarbeiter, Hostessen, Pagen, Wartungspersonal und zahllose andere Mitglieder der Arbeiterschicht. Versteckt hinter der luxuriösen Fassade des Casino-Viertels. Über die Jahre wurde das Arbeiterviertel umgestaltet und zahlreiche Gebäude wurden ohne große Vorwarnung abgerissen. Na toll. Das klingt ja super klasse. So, wir haben hier noch ein bisschen... Inventar bekommen. Achso, dieser Gegenstand kann einfach verkauft werden. Okay, da brauchen wir nicht großartig immer jedes Mal gucken. Dann stehen wir bei ihm noch mal ein bisschen was. Zack. Weiter so. Hat er das gesehen? Irgendwas war doch da gerade. Ich habe genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Ihnen ist egal, woher das Zeug stammt. Kredits sind Kredits. Und irgendwer braucht immer Ersatzteile. Ja, das stimmt wohl. Quasi.
So, wir scheinen da zu sein, so langsam. Ach, das, ja, das haben, dich haben wir doch schon gestreichelt. Oh, das ist auch eine schöne Aufnahme. Ganz tolle Aufnahme. Der Jin sich gerade ein bisschen doof hingestellt, ne? Muss man mal ganz ehrlich so sagen. So, wir sammeln hier natürlich alles weg. Wir wollen der Allerreichste sein. Und hier, hallo C3PO und R2D2 auf Wish bestellt. Guten Tag. Ich stelle mich einfach mal dazu. Guten Tag. Moin. Hallo. Ja, ich verkaufe gerne was. Ich würde gerne alle Wertgegenstände verkaufen. Wir sind im Geschäft. Okay, die verkaufen nur so ein Kram. Man sieht sich. Wo ist Preban? Und vor allen Dingen heißt Preban. Ich dachte Preban. Wir müssen nochmal ganz kurz gucken. Ach, hier haben wir den beklaut, ne? Ja, okay, hier sind wir. Ja. Gucke mal. Wird alles mal so ein bisschen weggelootet hier. Ach, hier in dem Laden ist er, wa? Ach, hier. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche deine Hilfe. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sagt die Uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an Uba Tinka Sakutu Utwata. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal. Dann bist du mich für immer los. Hey Niki, tut kapa ja krida. Uba satutu dat no lia ja kanto kub. Je kapa uba dat. Oh, ein Kompliment. Vielleicht komm Nix und ich dich mal besuchen, wenn wir reich sind. Uba tinke ji du kiki yuna ke. Agua basabata. Na gut, probieren wir ihn aus. Ja, das war ja sehr nett. Wir sind keine Freunde, ja? Vielen Dank auch. Ohne Witz, dafür beklaue ich dich. Geht das jetzt, ohne dass er was sagt? Das gibt's ja nicht. Nein, das passiert jetzt nicht. Wir knacken nicht direkt vorhin jetzt gerade diese Truhe. Okay, Datenstiftbenutzung. Höre auf das rhythmische Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop. Du kannst nach links und rechts gucken. Mhm. Ah, geschafft. Funktioniert prima. Okay. Alles klar. Ah, schön. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Ja, das haben wir ja schon gewusst, wo wir da hin müssen. Jo. Das wäre schön. Wenn es denn so wäre, Nix. Wir gucken mal. Also ich glaube, ich weiß, wir wissen, wo wir schon hin müssen, da, wo wir uns so durchgeschlängelt haben, da, wo das Raumschiff war, der Speeder. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Haben wir den schon bestohlen? Natürlich haben wir den schon bestohlen. Gut, dann wollen wir mal jetzt hier in das andere Viertel und dann wollen wir mal in den Club Tarsus rein. Ach, das ist der Club, wo dann auch die Türsteher waren. Ja, logisch, hätte man ja auch. Hätte man sich auch denken können, ne? Ah ja, zahlende Kundschaft ist ja nicht, also müssen wir uns hier ja durchschlängeln. Genau, dort ist ja ganz zufällig was offen. Ja, easy, hier waren wir doch schon, Kay, Mensch. Gibt es kein Zurück mehr. Nee, ist so. Also rein damit. Geschafft. Okay, das mit dem Beat ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber finde ich ganz witzig eigentlich. So. Sind wir hier auf jeden Fall drin, ne? Schließen wir den Kram mal wieder. Ich glaube, wir sind hier auch ein bisschen... Festhalten, Nex.
es geht aufwärts. Es geht aufwärts. Ah ja, okay. Aber wir sind hier noch nicht willkommen wahrscheinlich, ne? Also ich weiß nicht, ist Schleichen gut? Okay, unser Greif... Okay, okay, sie legt gleich los. Jawohl, hoch da. Let's go, Greifhaken. Easy, okay, hier Jump. Ja, nochmal rumspringen. Ah, gucke mal. Schön fallen lassen. Und nochmal fallen lassen, okay. Mach schon, Nix. Wie ich es dir beigebracht habe. Nix, zeig, was du kannst. Macht er. Ach, da hinten. Kannst du mal den Knopf drücken, Nix? Ja, Gott, hä? Sehr schön, danke schön. Nix ist einfach super. So, wir machen das natürlich hier wieder alles zu, damit das niemand bemerkt. Oh, schöne Toilettis, ganz klassen, toll. Lecker, lecker, Schmecker. Nein, okay, da wollen wir natürlich... Club Tarsus, Cantobite, Ort entdeckt. Hier ist bestimmt richtig geiler Beat, ey. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch bekommen? Werkzeuge? Achso, der Datenstift. Ein geflickter Datenstift, mit den Türen und Behälter geöffnet werden können. Ein elektronisches Werkzeug, das über den SCOMP-Anschluss die Kontrolle über Computersysteme übernehmen kann. Keine Wunderwaffe für alle Zwecke, aber ein grundlegender Teil der Ausrüstung von Hackern. Ja, das ist ja schon mal ganz nice. Das sind jetzt bestimmt wieder die Wertgegenstände, wo wir keine Verwendung für haben. Solche Spielchips aus Edelmetallen werden in den Casinos von Cantobite verwendet. Ah. Okay, und wir haben einen neuen Eintrag zu Club Tarsus. Club Tarsus ist ein Nachtclub, den Vendelfis und die Sechse Sippe leiten. Er gehört zu den verruchteren Orten des Arbeiterviertels. Obwohl der Club über die Jahre auf der Suche nach Glaubwürdigkeit einigen berühmten Musikern eine Bühne bot, ist er außerdem ein Ort, an dem hartgesottene Vollstrecker der Sechsten Sippe und ihre Partnergeschäfte mit Schmuggel, Erpressung und Attentaten machen. Ja Mensch, das klingt ja sehr einladend hier. Das klingt ja einfach absolut wunderbar. So, unser Auftrag ist, dass wir diese gefälschte Karte aus dem Büro klauen. Und das würde ich sagen, meine lieben Freunde, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen lieben Dank, echt nochmal vielen lieben Dank an Ubisoft. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich freue mich so dermaßen, dieses Spiel spielen zu dürfen. Ich bin so hyped. Und für euch als Info, wir machen so ein kleines, weil jetzt so ein kleines Star Wars Special quasi. Das heißt, ein anderes Projekt werden wir dafür dann einmal kurzzeitig pausieren. Werden dann jetzt tatsächlich jeden zweiten Tag schön Star Wars hochladen, nur dass ihr Bescheid wisst. Das andere Projekt wird aber natürlich trotzdem weitergehen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt, kein einziges Video verpassen wollt. Und ihr auch natürlich auch keine Beiträge, wo ich dann vielleicht auch mal schreibe, welches Video wann, wo, wie hochgeladen wird, ne? Nicht verpassen und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!